So, da wäre ich nochmal. Jetzt im zweiten Teil der Spielevorstellung, in der ich primär euch so erzählen will, wie es mir in den letzten Stunden und Tagen ergangen ist. Denn ich habe jetzt so 5-6 Mal mindestens neu angefangen, weil immer irgendwas dazugekommen ist, wo ich dann gesehen habe, aha, ich habe den und den Fehler gemacht und deswegen werde ich das Spiel nicht beenden können. Also ich bin in der Kampagne noch nicht wirklich weit, aber ich wusste schon, dass es nicht mehr machbar war. Denn das Spiel hat eine Menge Tücken. Aber jetzt springen wir erstmal kurz in meinen aktuellsten Speicherstand. Das wäre der da. Einmal Iron Man Classic, der soweit auch ganz gut läuft. Und eine Sache, die noch sehr, sehr wichtig ist. Im Gegensatz zu dem Vorgänger kann man nicht gewinnen. Das heißt, man kann nicht alles halten, wenn man nur aktiv genug ist. Das hat mit den Abductions zu tun. Es gibt ja immer zwischendurch diese Abduction Sites, wo immer drei gleichzeitig auftauchen. Früher war das dann mal hier, mal da und man konnte jede Mission schön erfüllen, solange man genug Soldaten hatte und genug Flugzeuge, noch Treibstoff, was weiß ich, konnte man alle Missionen erfüllen und jeder war glücklich. Es war eine Heidenarbeit auf dem taktischen, im taktischen Kampf dann das alles auch wirklich zu schaffen, ohne große Verluste einzufahren, aber es war möglich. Hier ist es nicht möglich, weil halt... Halt die Klappe. So, weil es gibt immer drei Abduction Sites, die sind auf drei verschiedenen Kontinenten. Man kann nur eins davon nehmen. Das heißt, die anderen beiden erhöhen die Panik in dem Land um 2, soweit ich weiß, und in jedem anderen Land auf dem Kontinent mindestens um 1. Das heißt, selbst wenn man das hier exzellent schafft und in keinem Land sich die Panik erhöht, wird überall anders auf den beiden anderen Kontinenten das um mehrere Punkte gesteigert. Das heißt, es ist eigentlich wirklich ein Kampf gegen die Zeit. Man kann nicht die Hauptmission aufschieben, um seine Soldaten noch hoch zu pushen oder die Forschung weiterzubringen oder was weiß ich. Man muss wirklich mit der Hauptstory weitermachen, denn mit Hilfe der Hauptstory gibt es Missionen, die weltweit die gesamte Panik reduzieren. Und dadurch kann man halt verhindern, dass man Länder verliert. Aber selbst dann kann man nicht alles halten. Das heißt, wenn man das Spiel startet, sollte man sich ganz genau überlegen, wo starte ich, in welchem Kontinent. Habe ich genug Ingenieure, also das werden dann irgendwelche Werkzeugtüftler sein. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Techniker. Ja, Techniker macht Sinn. Habe ich genug Techniker, um auch die Laserwaffen möglichst schnell zu produzieren? Habe ich genug Techniker, um die Rüstung herzustellen? Habe ich genug Scientists, also Forscher, um meine Forschung schnell genug voranzubringen, damit ich überhaupt in die Waffen und Rüstung erst rankomme? Habe ich genug Geld? All diese Sachen sind sehr, sehr wichtig und man muss sich überlegen, wann man wo was bekommt. Auch Sachen kaufen oder verkaufen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, zum Beispiel, ich habe alle Sektoiden-Korps, bis auf eine, immer verkauft. Weil ich dachte, man braucht nur die eine für die Forschung und dann ist gut. Wie halt im Vorgänger. Dem ist aber nicht so. Man braucht die Leichen später noch. Man braucht auch die Floater-Leichen und bei anderen Leichen bin ich mir noch nicht sicher, aber ich nehme auch an, dass die irgendwelche Boni geben. Bei den Sektoiden zum Beispiel gibt es einen Bonus aufs Treffen für die Flugzeuge. Das kann man dann im Flugzeugkampf direkt anklicken, dann treffen die besser. Bei dem Floater, wo man dann auch drei Leichen für braucht, pro Gegenstand, das ist immer nur so ein Einmal-Clicky, kann das Flugzeug dann besser ausweichen. Und das braucht man auch, um später gegen die größeren UFOs bestehen zu können. Also ja, sehr viel Micromanagement hier auf der Weltoberfläche. Und man kann tierisch viel falsch machen. Und wenn man auf einem angehobenen Schwierigkeitsgrad spielt, also Klassik oder noch schwerer, da muss man doch auf jeden Fall darauf achten. Also noch schwerer Impossible, das weiß ich echt nicht, wie man das schaffen soll. Da muss man halt echt in jedem Zug, in jeder Sekunde genau das Richtige machen und nie auch nur einen Dollar falsch ausgeben, denke ich mal. Aber ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das Ressourcenmanagement. Eine andere Sache ist der Aufbau von der Basis. Da habe ich am Anfang auch mehrere Fehler gemacht. Und zwar haben die Sachen ja einen Synergiebonus. Das heißt, wenn man hier einen Satellite-Uplink hat und hier noch einen hinbaut, kann man zwei Satelliten wegen dem Uplink haben, zwei Satelliten wegen dem Uplink haben und noch einen Bonus, weil die direkt nebeneinander sind. So, das heißt, wenn ich jetzt hier noch einen Satelliten-Uplink reinstellen würde, hätten wir 2, 4, 6, 7, 8 Satelliten. Das habe ich so auch schon mal gebaut und ich war auch richtig glücklich darüber, bis dann irgendwann die Forschung kam, oh, wir haben ein neues Gebäude, was quasi das Upgrade von einem Satelliten-Uplink ist. Das heißt, das Gebäude bringt dann noch mehr Satelliten. Ich glaube, das waren 4 Stück, kann der auf einmal haben. Das heißt, da hat man dann normalerweise im Idealfall hier einen Uplink, Satelliten-Uplink, da einen Satelliten-Uplink und hier dann diese erhöhte Version des Satelliten-Uplinks.
damit der Synergiebonus noch besser ist. Und sowas muss man auch vorher planen. Genauso wie die Power Generator. Es gibt die Power Generator und es gibt die Steam Generator. Das heißt, man muss die ersten Power Generator auch so setzen, dass sie später in der Nähe sind von so einem Steam Generator. Das heißt, man muss vorher gucken, wo ist das Steam, dann muss man da runterbuddeln, dann dahin buddeln und da dann erst den Power Generator hinsetzen. Was auch recht nervig ist. Denn das hier ist zufällig generiert bei jedem Spielstart. Das heißt, man kann das auch haben, dass das Steam irgendwo hier unten ist und da in der Ecke. Und da muss man recht viel Geld aufwenden, um überhaupt erst dahin zu kommen. Weil das kostet hier schon 20, um hier hin zu buddeln. Und der Access Lift kostet ja auch nochmal was. Und der kostet auch Strom. Den muss man erstmal wieder überhaben. Also sehr, sehr viel zu beachten und sehr, sehr viel falsch zu machen. Was hatte ich noch hier? Also ich habe auf jeden Fall noch auf der Kampfübersicht noch recht viel, was ich euch sagen möchte, was ich falsch gemacht habe. Aber hier glaube ich jetzt vorerst nichts. Ah ja, doch. In diesem Speicherstand sieht man das noch nicht, aber es gibt später ein Gebäude, das nennt sich Officer School. Da kann man dann Upgrades kaufen, auch für Dollar, die zum Beispiel bringen, dass deine Soldaten mehr Erfahrungspunkte bekommen, dass man mehr Soldaten mit auf die Mission nehmen kann. Bisher war das Maximum, was ich haben konnte, 6. Ich weiß nicht, ob das noch höher wird. Ich hoffe schon. Ich hätte wirklich gern so einen 10er, 12er Trupp wie früher bei XCOM, wenn nicht noch höher. Aber das kostet halt auch alles Geld. Was da ganz praktisch ist, wenn man am Anfang in Asien startet. Denn der Kontinentbonus aus Asien ist, dass alle Sachen aus dieser Officer School nur die Hälfte kosten. Da spart man also eine Menge Geld am Anfang. So. Apropos Bonusse. Bei den Bonussen, wirklich, Asien ist momentan mein Favorit. Eigentlich hätte ich jetzt schon wieder neu starten müssen. Dann hätte ich jetzt im neuesten Neustart Asien genommen, damit man Offizierschool-Bonus bekommt. Und dann meinen ersten Satelliten nach Nordamerika geschickt. Weil da gibt es 180 Dollar pro Runde. Das ist schon recht praktisch, also pro Monat. Und danach versucht, Südafrika zu bekommen. Weil dadurch kriegt man nochmal plus 30% auf alle Einnahmen. Das heißt, man hat dann auch genug Geld, um die ganzen Sachen zu finanzieren. Verabschiedet hätte ich mich dann wahrscheinlich von Europa. Das heißt, ich hätte gar nicht erst versucht, irgendwelche Missionen in Europa zu erledigen. Der ganze Kontinent ist für mich quasi schon abgeschrieben. Und das sind auch nur 4 Länder. Da hätten wir hier 1, 2, 3, 4 Punkte. Könnten noch 4 verlieren. Genauso hätte ich auch Südamerika ignoriert. Das wären dann nochmal 2 Punkte. Wäre ich bei 6 Punkten. Habe also immer noch 2 Länder über, die ich verlieren dürfte. Das heißt, ich müsste nur versuchen, Asien zu halten, die 4 Länder, Südafrika die 3 Länder und Nordamerika die 3 Länder. Das wird nicht immer hinhauen, aber ich habe ja immer noch 2 hier als Puffer. Weil wenn das hier ganz voll ist, also man die 8 Länder verloren hat, dann ist das Spiel auch vorbei. Das heißt, man muss möglichst schnell daran arbeiten, die Sachen, die man gerne hätte, also in meinem Fall waren das halt diese 3 Kontinente, die zu sichern, den Rest zu ignorieren, die Basis schön auszubauen und mit der Story voranzukommen. Was sich aber alles natürlich einigermaßen widerspricht, denn in der Story voranzukommen muss man Alien Containment bauen, man muss den Arc Thrower bauen. Das kostet alles Ressourcen, die ich eigentlich lieber woanders reingesetzt hätte. Zum Beispiel mehr Satelliten bauen. Aber das geht halt nicht. Man muss einen sehr, sehr engen Weg verfolgen, man hat wenig Auswahlmöglichkeiten. Es wird, wenn man wahrscheinlich später das Spiel gut genug kann, einen perfekten Weg geben, den man immer anwenden kann. Und das finde ich ein wenig langweilig. Aber gut, gehen wir jetzt mal auf die Weltkarte. Ich will euch da zeigen, was ich so gelernt habe. Wir haben hier eine UFO-Crash-Site, die ich bisher ignoriert habe. Die können wir jetzt mal machen. In Deutschland, okay, Skyranger. Wie ihr sehen könnt, ich habe nur 4 Soldaten, weil ich die Officer School noch nicht gebaut habe. Und die sind auch noch falsch ausgerüstet. Denn ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, waren die Granaten und die Raketen vor allem. Damit sollte man fast gar nicht arbeiten. So, du kriegst einen Scope. Du kriegst auch einen Scope zum besser zielen. Und mindestens einer sollte immer ein Medikit dabei haben. So, Hinder. Our target site is near the German border. It looks like the aliens went down in a sparsely populated area.
Die Sache nämlich mit den Granaten und den Raketen ist die, dass dadurch dann auch die Leichen zerstört werden. Und teilweise auch die Ausrüstung. Also die Waffen, die sie dabei haben, aber auch Sachen, die auf dem Gelände sind. Wie zum Beispiel irgendwelche Navigationscomputer oder Power Sources von den UFOs. Wenn man da eine Granate in die Nähe wirft, dann bekommt man die nicht. Oder man bekommt sie nur im beschädigten Zustand. Deswegen bin ich dazu übergegangen, diese Raketen hier fast gar nicht mehr zu benutzen. Und auch die Granaten nur dazu zu benutzen, um Deckung zu zerstören, nicht um Gegner zu töten. Weil die Leichen braucht man halt entweder für diese Einmal-Clickies, um die Flugzeuge besser zu steuern, oder halt, um ein bisschen extra Geld rauszuquetschen, wenn man mal ein bisschen knapper Kasse ist, um das Ganze auf dem grauen Markt zu verkaufen. So, jetzt wollen wir aber schön Schritt für Schritt hier die Sachen durchgehen. Und ich will auch keinen Fehler machen, denn es ist, wie gesagt, Iron Man-Modus. Wenn ich hier einen Fehler mache, dann beißt mich das richtig in den Arsch. So, also erstmal Ihnen volle Deckung. Volle Deckung ist richtig, richtig, richtig wichtig. Also wenn ihr die Wahl habt, volle Deckung oder halbe Deckung zu nehmen, nehmt auf jeden Fall die volle. Na, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Volle Deckung alleine bringt jedoch auch nur wenig, wenn der Gegner von der Seite kommen kann. Und ich weiß nicht, was hier ist. Ich weiß nicht, was da ist. Das heißt, wenn er jetzt hier hinter dem Baum stehen bleibt und von da oder da ein Alien kommt, hat er keinerlei Deckung. Also möglichst immer solche Punkte nehmen, wo ihr von mindestens zwei Seiten abgedeckt seid. Denn dadurch habt ihr aus der Richtung 40% schwerer Treffen, aus der Richtung 20% schwerer Treffen. So, du, wo gehst du mal hin? Du gehst mal dahin. Man kann auch sehr viel mit der Spielmechanik an sich rumexperimentieren. Denn es gibt ja hier dieses Komische, dass wenn man die Gegner zum ersten Mal sieht, dass sie sich frei bewegen dürfen. Also dann sieht man so kurz die Videosequenz, wie die den Kopf hochheben, einen angucken und dann alle weglaufen. Wenn du aber vorher alle deine Marines auf diesen Overwatch gesetzt hast und dann mit einem anderen Soldaten dahin gehst und sie quasi aufwächst, dann laufen sie alle weg und da die Marines alle vor einem Overwatch sind, können alle einmal schießen. Das weiß ich nicht, ob das so gedacht war, aber es ist halt sehr praktisch. So, Overwatch. Du da in die Ecke. Auch Overwatch. Allgemein sehr viel mit Overwatch arbeiten. Und auch ruhig mal richtig, richtig lange Feuergefechte eingehen. Es ist besser, 5, 6 Runden lang auf einen Gegner zu schießen mit 25%, anstatt irgendein Risiko einzugehen, dann stirbt der Soldat und dann hast du wieder zu wenig Ressourcen, die du dann auf der Weltkarte wieder einsetzen musst. Auch gerade in schwierigeren Schwierigkeitsmodi ist das eigentlich ein Muss. Man darf fast keine Soldaten verlieren. Der nächste wichtige Punkt ist das Flankieren. Gerade bei solchen langen Feuergefechten lohnt es sich, wenn man dann 2, 3 Soldaten hat, die einen Alien festhalten. Also einer schießt immer mit 25%, der andere ist im Overwatch, falls das Alien sich bewegt und mal aus der Deckung rauskommt, weil dann hat man eine wesentlich höhere Chance zu treffen. Und ein dritter oder vierter Soldat versucht dann das Gebäude zu umrunden, um dann in die Flanke von dem Alien zu kommen. Weil wenn er keine Deckung hat, wird er gleich mit 50-60% kann er getroffen werden und das ist eine wesentlich höhere Chance. Auch ganz gut dazu sind die Raketen, die Shredder-Raketen und die Granaten. Einfach mal ein Gebäude einreißen und von der Seite dann das Alien abschießen. Sehr praktisch. So, wo läufst du mal hin? Wir haben da schon Leute im Overwatch, also könntest du eigentlich... keine wirklich gute Stelle. Stell dich mal da hin. So, und so arbeite ich mich jetzt mal Schritt für Schritt weiter vor, um dann möglichst wenig Verluste einzufahren. Aber das will ich euch jetzt ersparen, wir sind schon bei 14 Minuten. Ich wollte euch nur ein paar von den Tipps so mitgeben, die mir eingefallen sind. Denn ich werde ja leider kein Let's Play dazu machen, da ich momentan zu viel zu tun habe. Auch wenn es mir echt in den Fingern juckt. Vielleicht ein bisschen später, so ein paar Monaten oder im Jahr oder so, wenn ich genug Zeit habe. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Spiel. Es ist doch gelungener, als ich gedacht habe. Es ist zwar recht viel an der Hand nehmen und man muss bestimmte Sachen machen und hat wenig Entscheidungsmöglichkeiten, wenn man das Spiel gewinnen will, aber es ist trotzdem sehr cool gemacht und sehr interessant. Also dann, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten und viel Spaß noch.